Ja, jetzt kommen wir zu Teil 2 von unserem Money Creation Crash Kurs. Warte noch einen kurzen Moment auf die, die live dabei sind. So, was seid ihr denn? Ich bin da. Guten Morgen. Ja, die erste trudelt schon ein. Guten Morgen, guten Morgen. Lasst uns Geld kreieren. Lasst uns mit Geld segnen. Guten Morgen. Hallo, hallo. Ja, schön. Hallo, Katrin. Guten Morgen. Geld, das liebe Geld. Moin, moin, Maria. Das liebe Geld, das liebe Geld. Wir müssen uns immer wieder daran erinnern, was das liebe Geld denn wirklich ist. Das liebe Geld ist eine Manifestation aus uns heraus. Alles entsteht in uns. Und das ist so, so schwierig für unseren Verstand, das hinzukriegen. Also entsteht Geld in uns. Wenn wenig Geld in uns entsteht, dann liegt es daran, dass wir uns wenig Geld vorstellen können. So einfach ist es. Weil unsere Vorstellung ist unsere Kreation. Und wenn wir uns mehr Geld wünschen, müssen wir uns dazu bringen, uns mehr Geld vorstellen zu können. Und wie kann ich das machen? Zuerst muss ich wirklich, wirklich sagen, ich manifestiere, ich kreiere alles, was ich erfahre. Alles, was ich im Außen erfahre, alles, was ich in der 3D-Welt erfahre, ist zuerst in meinem Inneren entstanden. Und im Inneren entstanden heißt nichts anderes wie in meiner Vorstellungskraft entstanden. Und diese Vorstellungskraft, die ist unsere göttliche Manifestationskraft. Diese Vorstellungskraft ist das Bewusstsein. Diese Vorstellungskraft ist das Quantenfeld. Das Quantenfeld, für die, die Dr. Joe Dispenza kennen oder auch sonst Quantenphysik sich damit auseinandergesetzt haben, das Quantenfeld ist das Feld der unbegrenzten Möglichkeiten. Hallo Pippi Langstrumpf. Dankeschön. Ja, ich muss Haare waschen. Dachte ich, Zöpfe wären gut. Also das Quantenfeld ist das Feld der unbegrenzten Möglichkeiten. Da sind alle Möglichkeiten in Form von Energie, in Form von nicht physischem Zustand, ja, nicht physisch heißt nicht zu anfassen, vorhanden. Alle Möglichkeiten, alle Potenziale können von uns zusammengesetzt werden. Und diese Potenziale setzen wir zusammen, indem wir unsere Aufmerksamkeit darauf richten. So, und jetzt ist es eben wichtig, auch im Anschluss an diesen zweiten Tag, dass wir unsere Aufmerksamkeit dorthin richten, wo wir sie haben möchten. Dorthin richten, wo dieses Geld ist. Ja, auch wenn es nur nicht physisch da ist. Dorthin richten, wo alle Möglichkeiten sind, wie sich das Geld zusammensetzen kann. Weil letztendlich gibt es ja unendlich viele Möglichkeiten, wie das Geld zu uns kommen kann. Guten Morgen! Das Geld kann auf unendlich viele Möglichkeiten zu uns kommen, wenn wir wissen, okay, das ist der Raum der unbeschränkten Möglichkeiten, das ist der Raum unseres Bewusstseins, der ist unendlich groß.
Und wir wollen jetzt aus diesem Raum unseres Bewusstseins, wollen wir, dass Geld zu uns kommt, respektive wir wollen uns Geld kreieren. Das heißt, wir müssen überall Geld sehen. Wir müssen überall viel Geld sehen. Das geht zum Ersten, indem wir uns das in der Meditation vorstellen. Das geht ganz, ganz leicht. Ich komme da ganz schnell in diesen Zustand rein, in dieser Meditation, in dem ich sagen kann, okay, ich bin der Raum, in dem alles ist. Ich bin das Bewusstsein. Ich bin reines Bewusstsein. Dieses reine Bewusstsein, dieses göttliche Bewusstsein fühlt sich nach Liebe und Fülle, Sicherheit und Freude an. Und das ist das, was ich wirklich bin. Und in diesem reinen Bewusstsein ist alles, was sich nach Sicherheit, Fülle und Freude anfühlt, also auch Geld. Und wenn ich mich da reinversetze und sage, okay, wie fühlt sich das an, wenn jetzt alles Geld, was überhaupt nur zur Verfügung steht, zu mir kommt, zu mir magisch angezogen wird, von mir kreiert wird und dann angezogen wird. Weil kreieren heißt vorstellen und anziehen heißt, dass ich es annehme. Ja? Also ich kreiere es zuerst in diesem magischen Raum des Bewusstseins. Ich weiß, es ist da, es ist in unendlicher Fülle da, es ist an allen Orten, an allen Möglichkeiten ist es für mich verfügbar. Ich bin Schöpfer, ich nehme das an, das ist meine Wahrheit, dass Geld überall für mich da ist. Und dann gehe ich im zweiten Schritt davon aus, dass dieses Geld zu mir kommen möchte, dass dieses Geld von mir magisch angezogen wird. Dieses Geld kommt auf irgendeine Art und Weise zu mir. Ich muss nicht wissen, wie. Ich muss nur spüren, wie es sich anfühlt, wenn dieses Geld bei mir ist. Ja, wenn das, wie fühlt es sich an? Geh da rein. Wie fühlt es sich an, wenn das Geld auf deinem Bankkonto ist? Wie fühlt es sich an, wenn permanent Zahlungen zu dir kommen? Wie fühlt es sich an, wenn du große Summen geschenkt bekommst? Lerne dieses Gefühl kennen. Und das kannst du kennenlernen, indem du dich eben in so eine Art Visualisationsmeditation versetzt und in diesem Zustand lebst, so lange wie möglich, absolut bedingungslos und so lange, bis es deine einzige Wahrheit ist, dass du das spüren kannst, dass du jemand bist, der permanent Geld empfängt und der permanent auch große Summen Geld empfängt. Und nimm jede Logik zur Seite, lebe nur in dieser Energie, lebe nur in diesem Raum, lebe nur in dieser Vorstellung, dass du mit Geld verbunden bist und zwar auf eine Art und Weise, die sich wahnsinnig schön, gut, sicher, eben göttlich in Fülle anfühlt. Und das, mach das wahr für dich, mach das so lange wahr, nimm dir Zeit immer wieder und sag, ich bin eine, die fühlt dieses Geld von überall herkommen. Ich weiß, dass wenn ich mit diesem Geld, mit diesem Glücksgefühl, wenn ich Geld mit einem Glücksgefühl, mit einem Freudegefühl, mit einem Liebegefühl verbinde, dann weiß ich, dass Geld zu mir kommt. Und dann weiß ich auch, dass ich es mit offenem Herzen annehmen kann. So, das ist das eine. Und das andere ist, wenn du diese Übung gemacht hast, gehst du ja in deinen Alltag. Und dann kommt dieser schwierige Part, dass du dich nicht in deinem Alltag verlierst, nicht in dieser sogenannten Realität, die sich dir noch zeigt, die aus deinem vorherigen, aus deiner vorherigen Beziehung von Geld noch stammt. Aus einer mangelhaften Beziehung mit Geld noch stammt, aus einer Mangelenergie mit Geld noch stammt, dass du dich da nicht beirren lässt. Hallo, hallo, guten Morgen. Lass dich nicht von der sogenannten Realität
der äußeren Realität beirren. Das ist das Schwierigste beim Kreieren, beim Neuwerden, beim neue Dinge erschaffen, die wir eben noch nicht kennen, dass wir uns in dem Bekannten, in der bekannten äußeren Realität nicht verlaufen, sondern dass wir uns immer wieder korrigieren und uns in unsere neue Realität zurückversetzen. Auch wenn die äußere Realität, sag ich mal, die Wahrheit deines Bankkontos, die Wahrheit der Rechnungen, die du bezahlen musst und natürlich noch deine scheinbare Wahrheit, wie viel Zahlungen noch in Zukunft auf dich zukommen und wie viel Geld du zu erwarten hast, ja? Diese Realität außen vor zu lassen, ist matchentscheidend. Es ist einfach matchentscheidend. Und du weißt ja, dass wenn du dich mit dieser Problematik, die du scheinbar im Außen siehst, beschäftigst, dass du dann in der Problematik bist und nicht in der Lösung. Ja? Und in der Lösung bist du quasi dann, wenn du in diesem scheinbar Illusionszustand bist, dass du viel Geld hast und dass du viel Geld empfängst und dass immer wieder viel Geld zu dir kommt. Aber die Wahrheit ist, es ist beides eine Illusion, ja? Das eine ist eine Illusion, die du vorher kreiert hast, aus deinem Mangelzustand und aus deinen Befürchtungen, und das andere ist eine Illusion, die du jetzt neu kreierst. Und dass du in dieser neuen Illusion vornehmlich lebst, dass du dir tatsächlich erlaubst, diese alte Illusion, die alte Realität als deine Kreation der Vergangenheit abzulegen und zu sagen, das will ich nicht weiter kreieren. Diesen Zustand, diese Beziehung zu Geld, die mache ich jetzt neu. Und ich kann das, weil ich bin alles das, was ist. Ich bin reines Bewusstsein. Ich bin das, was kreiert wird. Ich kreiere das, was es gibt. Und es bleibt mir nichts anderes übrig, wenn ich was Neues kreieren will, dass ich die ganzen Voraussetzungen verändere. Und diese Voraussetzungen sind begründet im Denken. Und dieses Denken gegen alles, was sich im Außen zeigt, dennoch anders zu denken, ist die allergrößte Herausforderung. Das ist das Schwierigste bei dieser ganzen Geschichte. Aber nur das führt zu einer neuen Realität. Und das darauf bestehen, dass diese neue Realität jetzt schon gelebt werden darf, dafür gibst du dir Erlaubnis durch das Wissen, dass es eh nur den jetzigen Moment gibt, dass es eh nur jetzt gibt und dass du eh nur entscheidend ist, was du jetzt fühlst und denkst. Dass nur das entscheidend ist, weil du hast kein anderes Instrument als den gegenwärtigen Moment. Das ist alles, was du hast. Und diesen gegenwärtigen Moment so klar und wahr auszugestalten, wie du es haben möchtest, das ist deine Aufgabe. Und dass du jeden Moment achtsam bist und sagst, in welcher Realität lebe ich jetzt? Und wenn du in einer Realität wieder lebst, wo du dir Sorgen machst um Geld, wo du nicht weißt, wie das Geld zu dir kommen soll, springst du wieder in diese neue Realität. Und erlaubst dir wirklich sprunghaft zu sein. Du erlaubst dir zu wechseln. Du darfst sprunghaft sein, wenn du merkst, du lebst in einer Realität, die sich nach Mangel, die sich nach eingeengt, unfrei, traurig, du kannst nicht wählen, anfühlt, dann springst du in eine Realität und du fängst an, aus dieser neuen Realität heraus zu denken und deine Gedanken dieser neuen Realität anzupassen. Und zwar unnachgiebig. Unnachgiebig. Und das sieht am Anfang aus wie zickzack, zickzack, zickzack. Du hüpfst den ganzen Tag zwischen beiden Realitäten hin und her, bis du dann irgendwann mal dich kalibriert hast und kapiert hast, dass es eigentlich nur eine Wahl ist zwischen zwei
Realitäten, sage ich mal. Das sind nicht nur zwei, aber es sind jetzt mal zwei, die wir erfassen können. Das ist die nicht gewünschte alte und die gewünschte neue Realität. Und in der lebst du einfach immer mehr und mehr. Und egal, was du kreierst, ob es Geld ist oder irgendeine andere Situation, dieses Living in the End, Living in dieser Situation so gut und häufig wie möglich, das ist das Ausschlaggebende. Du musst eine Person werden, die in deiner Wunschrealität zu Hause ist. Für die es absolut natürlich ist, die Gedanken zu denken, als wäre sie in dieser Wunschrealität. Und das ist ein Training, das ist wirklich wie ein Training, wie wenn du zwei parallele Wege hast und du hüpfst den ganzen Tag zwischen diesen Wegen hin und her. Und diese Wege, die gehen irgendwann mal, trennen die sich, ja. Und am Anfang sind sie noch ganz nah zusammen und irgendwann mal kannst du nicht mehr zwischen den Realitäten hin und her hüpfen und hast dich einkalibriert in deiner neuen Wunschrealität mit deinen Wunschgedanken, mit deinen Wunschgefühlen, mit deinen Wunscherwartungen, mit deinen Wunschvorstellungen und mit deinen Wunschüberzeugungen. Und das ist die Arbeit, die zu tun ist. Und da auch wieder die Arbeit von gestern anzuschließen, ja, und wirklich alles dafür zu tun, dass für dich die neue Wunschrealität normaler und reeller ist, wie das, was die alte Realität ist. Ja? Nur so können wir verändern. Und wir erlauben uns Quantensprünge. Wir können uns Quantensprünge erlauben. Wir können uns alles erlauben. Wir können uns alles erlauben zu glauben. Wir können alles uns erlauben, in unser Unterbewusstsein reinzubrennen, dass es sich so anfühlt, als seien wir jetzt schon in dieser Wunschrealität, die für alle anderen auch sichtbar sind, auch sichtbar ist. Das einzige der Unterschied zwischen den zwei Realitäten ist nur, dass du scheinbar über die alte Realität mit anderen reden kannst, dass du Beweise für die alte Realität hast, wie zum Beispiel einen Kontoauszug. Aber in der neuen Realität musst du dir einfach diese non-physischen Beweise für dich kreieren. Dass es für dich egal ist, welchen Kontoauszug du anschaust, dass du wählst, ob du deinen neuen kreierten Kontoauszug auf dich wirken lässt, wenn du mit einem Kontostand spielen willst und nicht deinen alten Kontostand. Ja? Du bist also schon von der alten Realität in die neue gesprungen, dort, wo dieses Geld für dich absolut reell zur Verfügung ist. Und so lebst du den ganzen Tag aus diesem Denken, aus diesem Fühlen heraus und du fühlst dich einfach wie ein reicher Mensch. Wie ein Mensch im Wohlstand, wie ein Mensch, der sich nicht überlegen kann, ob er sich was leisten oder erlauben darf. Du fühlst dich schon wie diese Divine Creation, Master of Divine Creation Person, die das meistert, die das kann, die daraus herauslebt. Du bist Master of Divine Creation, jetzt schon. Du hast alles Geld der Welt und du machst alles, was dir gefällt. Mach diesen ganzen Tag. Geh in diese Welt, in der alles so ist, wie es dir gefällt. Einfach, weil es Spaß macht. Einfach, weil es ein wunderbares Spiel ist, mit diesen Werkzeugen zu spielen und zu sehen, was sie bewirken. Ganz, ganz wichtig. Ihr Lieben, ihr habt die Aufgaben für heute. Das ist nicht die Aufgabe für heute, das ist die Aufgabe für jeden Tag. Und wir sehen uns morgen wieder bei diesem Money Crash Kurs. Und ihr seid reich. Ihr seid so unendlich reich. Ihr habt alle so, so viel Geld. Ihr müsst euch nicht mal überlegen, ob ihr euch die Dinge leisten könnt, auf die ihr Spaß und Freude habt. Ihr spürt diese Wahrheit in jeder Zelle eures Körpers. Also, ihr Lieben, bis dann. Tschüss.